Das Herz von meinem heutigen Gast im LiveNet-Talk, das schlägt dafür, dass immer mehr Himmel hier auf Erden sichtbar wird. Natürlich ist das noch häufig der Fall bei Gästen hier bei mir im LiveNet-Bistro. Aber was es genau so auf sich hat mit der Sehnsucht oder viel, was ihm eben so antreibt, das werden wir jetzt vernehmen miteinander in diesem Talk. Herzlich willkommen, Phil, hier bei uns. Ja, merci für die Einladung, Flo. Der Phil hat das Buch herausgegeben. Er ist vor kurzem wach geküsst. Das Buch, das du geschrieben hast, herausgekommen ist bei Mosaic Stones, wo wir darüber ein bisschen reden werden, was da drin ist, was du alles erlebt hast, was jetzt in diesem Buch so ein bisschen auch natürlich zum Ausdruck kommt. Du bist seit über 25 Jahren Pfarrer im Evangelischen Gemeinschaftswerk oder kurz EGW, wie man auch sagt. Und zuerst gibt es so ein bisschen die Frage eben wegen dem Buch. Wie bist du gekommen, auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Ja, die Idee zu diesem Buch ist eigentlich auf einer Israel-Reise entstanden. Vor 5 Jahren hatte ich dann einen Studienmonat und 2 Wochen von diesem Monat habe ich in Israel verbracht mit einer Gruppe von EGW Bio. Und dann habe ich jeden Tag einfach in meinem Notebook die Reise wie notiert und aufzumachen habe ich gemerkt, das, was ich dort erlebe, das wäre wie eine Rahmenerzählung von einem möglichen Buch. Mhm. Und so ist dann die Grundidee entstanden, komm, jetzt schreibe ich das Buch. Es war eigentlich schon lange etwas auf meinem Herz gewesen. Und schlussendlich ist es jetzt rausgekommen. Es war nicht so einfach gewesen, aber Mosaic Stone, du hast gesagt, zu tun, hat Anklang gefunden und so ist es geworden. Ja, super. Und was ich noch vorher nicht erwähnt habe, du bist verheiratet mit der Nelly, Vater von 3 erwachsenen Söhnen, dass man noch ein bisschen das gesamte Bild hat, das ein bisschen, wo du so drinnen bist. Bis vor kurzem in der Region Biel, also im Seeland, daheim gewesen. Jetzt hast du gerade vor kurzem gezügelt, gell? Ja. Über Ufert oder Pfingsten gerade. Genau, ja. Pfingstsamstag haben wir gezügelt, jetzt wohne ich in Münchenbuch. Ja, genau. Freue mich sehr. Ja. Bist Theologe und bezeichnest dich selber auf deiner Homepage vielwasim.com als Reich Gottes Typ und dann auch Referent, Familienmensch, Hobbygolfer und so. Was heisst das, wenn man schreibt, man sei ein Reich Gottes Typ? Ja, ich wollte einfach dort das Denken von Theologie, wo eigentlich philosophisch oder literaturmäßig geprägt ist, ein bisschen auftun. Für mich ist sehr wichtig, dass man die Dimension vom Reich von Gott sieht. In den Strukturen, die wir haben, also oft sind ja Kirchen auch Freikirchen, Vereine oder auch die Landeskirche, ist einfach eine kantonale Struktur. Aber dahinter ist für mich eben sehr wichtig, dass man sieht, es ist das Reich von Gott. Also der lebendige Gott hat seine Fingerzeige und seine Wirkkraft in diesen Strukturen. Und darum sage ich, auch praxisorientierter Theologe oder Reich Gottes-Typ, irgendwie gefällt mir das Wort. Jetzt hast du das Buch betitelt mit «Wach geküsst». Und da ist ja die Frage naheliegend, dass man mal wissen will, der Autor selber, was hat er erlebt? Wie bist du wach geküsst worden? Genau. «Wach geküsst» ist eigentlich das Bild von Nähe, aber auch von Liebe. Also Gott kommt nicht, weißt du, zu dir mit einem Gong oder mit einem lauten Wecker, sondern er küsst dich liebevoll wach, wie im Märli, das wir ja kennen, vom Dornröschen. Stell dir vor, Jesus kommt zu seiner Gemeinde und küsst sie liebevoll wach. Das ist eigentlich so das Motiv des Buches. Es geht um Erneuerung, es geht um kirchliche Erweckung, wie man ja so sagt, oder auch die Sehnsucht nach dieser Erweckung. Und ich persönlich habe das erlebt. Ich war dann ein junger Mann, 20. Christlichen Hintergrund hatte als Kind. Ich habe alles gewusst, sage ich mal. Die Bibel, all die Storys. Und habe eigentlich mit 18 abgehängt. Ich dachte, ich habe es jetzt gesehen, ich will jetzt mein Leben selber leben. Und es war in Griechenland. Ich hatte dann gekocht in einem Hotel, wo ich plötzlich so eine richtige Krise hatte. Also die erste persönliche Krise hatte. Die Beziehung ist kaputt gegangen. Zu der Frau. Ich habe ein paar vielleicht auch Alkohol- und Drogensachen mal ein bisschen geschnuppert, sage ich es mal so. Und es hat mich wirklich nicht erfüllt. Und dann habe ich in den Koffer von meinem Buch
haben mir die Eltern, weißt, wie so eine Bibel hineingeschmuggelt. Mhm. Ich habe das Buch in den Händen und denke, nein, jetzt will ich das nicht. Zuerst habe ich Nein gesagt, dann plötzlich kann ich es einfach lesen wie einen Roman. Und in dieser Zeit, es waren etwa 3 Monate, hat mich Gott wirklich so berührt. Ich bin zurückgekommen zu seinem Vaterherz. Einfach, ich habe ihm Ja gesagt. Und das ist eigentlich das erste so richtig bewusste wachgeküsst werden von meinem Leben, von diesem lebendigen Gott. Und ich habe es nie bereut. Ja, das ist schön, wie du das hier auch beschreibst im Buch. Du siehst, wie es C.S. Lewis ausdrückt, von Freude überrascht worden. Also, das, wie du das plötzlich entdeckt hast, eben er selber, auf ganz andere Art plötzlich, das Bibelbuch eben lebendig geworden ist. Ja, genau. Und seither packt dich das immer wieder neu und ja, liebst du das. Und du schreibst in dem ersten Kapitel von der Schönheit von Gott und von was das für dich heisst, auch, wie du staunst über den Gott. Also, ist das so in deinen Wort vielleicht ein bisschen kurz gesagt, was empfindest du so als schön an Gott? Ja, also schau mal die Natur an, oder? Wir haben 4 Jahreszeiten, unseren Breitengraden. Gott schafft wie jedes Jahr 4 Jahreszeiten. Also das ist wie so ein Zyklus. Aber stell dir mal vor, es gäbe einen Frühling, wo das nicht alles erwacht. Wir wären schockiert, oder? Wenn es wärmer wird, wenn es regnet, Blümchen wachsen und Gräser und die Schönheit von Gott in der Natur, aber auch natürlich in der Schöpfung, also in unserem Land, aber auch in anderen Ländern. Schönheit, denke ich, sehe ich auch in dem, wo man so sagt, die transformative Kraft von Gott. Also, ich bin auch Missiologe, ich habe das studiert. Also, es ist eigentlich das Prinzip von, wie ein Senfkorn, oder? Das lässt in die Erde und wächst. Also die Liebe von Gott oder die gute Nachricht von Gott soll verbreitet werden. Und in dem Sinne sehe ich einfach so eine riesige Schönheit. Es hat Kraft, Hass zu Liebe zu verändern. Die Liebe von Gott. Und das ist schön. Das ist kraftvoll schön. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Weil wenn der Mensch etwas schafft, oder? Du schaffst irgendwie ein Mäuerchen, jemand kommt dran, mit dem Auto zerbricht zusammen. Es gibt eben auch destruktive Kräfte. Und so wie ich es wahrnehme, Gottes Kraft und Gottes Liebe ist die einzige Dimension in unserem System, in unserer Schöpfung, die verändern kann, die transformieren kann, die eben Hass in Liebe verwandeln kann, die Kaltherzigkeit in Barmherzigkeit verwandeln kann. Und das finde ich so schön. Genau, das ist das, was dir auch über all die Jahre, wenn wir jetzt, also meine, eben 25 Jahre schon in diesem Dienst unterwegs sitzen, also seit bist du wach geküsst worden, lang bist du dann nicht mehr in der Küche geblieben, gell? Nein, das hat dann auch einen Berufswechsel gerade, ja, bedingt, richtig. Wirklich? Ich bin dann auf Crisona studieren, später noch im IGW und dann habe jetzt noch den Master bei UNISA. Genau, ich war so begeistert von diesem Gott, dass ich denke, jetzt will ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Ja, du hast dann mehrere eben Kapitel, wo du das ein bisschen aufzeigen kannst, verschiedene Themen, auch unter anderem, welche Sprache redet Gott. Also es geht ja stark um den Heiligen Geist in all dem innen. Und da wäre natürlich auch so ein bisschen die Frage, du redest von einem Ping-Pong mit Gott, Tischtennis mit Gott, was so als Bild auch zum Teil brauchst, und viele andere schöne Bilder, die das ein bisschen aufzeigen. Was heisst das für dich, eben mit Gott im Dialog zu sein? Ja, da habe ich eigentlich recht lange immer das Bild von diesem Tischtennis. Stell dir mal vor, ich bin auch nicht Pfarrer geworden. Zuerst Summisal, dann das Bio. Und etwa wirklich 6 Jahre lang in der Gebetszeit mit Gemeindeleuten, vielleicht 12 Leuten, hatte ich immer das Bild vom Tischtennis. Also ich habe 2 Tischtennis gesehen. Weil ich noch gerne Tischtennis. Oder? Dann habe ich am Anfang, Flo, habe ich das immer weggewiesen. So nach dem Motto, so, ich bin jetzt im Bett, ich will jetzt konzentriert mit Gott, ich will bei Sache sein. Und irgendwann habe ich realisiert, Gott will mir etwas sagen. Mehrere Jahre lang.
musst du mal die Geduld von Gott vorstellen. Bis ich gemerkt habe, das Gebet selber ist wie Tischtennis. Also Gott spielt mir den Ball zu und ich spiele ihn zurück. Das ist ein Dialog. Ähnlich wie Menschen auch reden. Also er geht auf mich ein, er will mir Sachen zeigen und ich ja. gehe darauf ein und spiele das wie zurück. Aber das hat noch nicht so irgendwie in dein Bild dann gepasst, wie das funktioniert mit dem Glauben sozusagen. Oder ja. ist das vielleicht ein Weg mit dem Geist und merken, aha, so redet Gott zu mir, durch Bilder, durch Visionen. So. Ja, das war einfach der Anfang von einem ganz neuen prophetischen Prozess ja. in meinem Leben. Aber ganz in Bezug auf so Gebetszeiten habe ich dann Inputs bekommen. Nicht, ich muss Gott meine Inputs zeigen und geben, sondern ich kann auf seine eingehen. Also eine neue Dimension ist auch ins Gebet, auf die Art und Weise hineinkommen, wie ich bete. Würdest du sagen, das ist etwas, das individuell, irgendwie speziell auch für viele, die Art ist, wie Gott will reden will? Oder würdest du sagen, nein, das ist etwas, das eben, du schreibst es hier auch so, oder? Wie Gottes Geist dich und deine Community erweckt, also wo eigentlich eben universeller gilt? Ja, ich denke, es gilt für alle. Man kann das sicher lernen. Kognitiv, also mal im Verstand, die prophetische Dimension, dass Gott redet. Im Buch beschreibe ich auch die Kanäle, also 5 oder 6 Kanäle. Da würde ich sagen, weißt, wenn du Gott willst, hören willst, dann schlage einfach die Bibel auf. Und lange habe ich das auch geglaubt. Und das stimmt ja auch. Aber Gott hat noch andere Kanäle, die die Bibel wie ergänzen oder auf der Grundlage vom Wort von Gott uns weiterführen. Also Träume, wirkliche Eindrücke vom Heiligen Geist, wie eben das Ping-Pong-Geschichtchen. Oder auch Freunde, die direkt in dein Leben reinreden können. Oder auch Krisenzeiten, Schmerz. Zuerst vielleicht Leute, die denken, die haben etwas gegen mich. Das habe ich kürzlich auch erlebt. Dann merkst du, nein, sogar Schlechtes oder sogar Schwieriges kann Gott transformieren mit dieser Liebe, um etwas dir zu sagen. Ich sage nicht, Krankheiten oder Unfälle kommen von Gott. Aber sogar so schlimme Sachen kann Gott brauchen, um zu uns zu reden. Ja. Ja, oder eben, was du auch ansprichst, sind wirklich die tiefe Prägungen, zum Teil Verletzungen. Du bist da sehr ehrlich, auch wenn du deine eigene Lebensgeschichte erzählst. Also zum Beispiel die Story von der Salami, die ist mir natürlich mega eingefahren. Als ich das zuerst mal entdeckt habe in deinem Buch, da beschreibst du, ist es Tante oder der Onkel, der geheiratet hat? Tante, gell? Und dann bist du in dieser Hochzeit gesehen, das Gewinnspiel, irgendwie. Ich versuche es jetzt zu sagen, jetzt in meinen Worten, du kannst dir noch ein bisschen ergänzen. Und dann hast du dort hier eine Salami gewonnen, oder? Und voller Stolz, klein Phil steht da vorne und man kann sich das Bild machen. Ja. Und also, dann, ich war auch Pre-Teens. Okay. 12, 13. Und später, oder, muss man vorstellen, ich war geheiratet mit 31, 32. Habe ich diese Story dann in der Seelsorge aufschaffen. Also es ist darum gegangen, wie viel Schnur ist um die Salami. Und irgendwie habe ich es bereicht und ich habe die gewonnen. Und sie haben mir die Salami geben und so durch die Reihe gereicht. Und sie war nicht bei mir gewesen, da ist meine Mutter gekommen und hat mir die weggenommen, so nach dem Motto. Die haben wir nicht nötig. Also, ich bin sehr in einem frommen Elternhaus aufgewachsen. Also, ich hatte es gut mit meiner Mutter, sie lebt jetzt auch nicht mehr. Aber gerade dieser Punkt war wirklich ein verletzendes Erlebnis. Was ich dann später gemerkt habe. Und in dieser Gebetsseelsorge mit dem Dr. Manfred Engeli, ich lese jetzt gerade ein Buch von ihm, habe ich gemerkt, das Team sieht wie in mir rein. Das ist auch der Dienst vom Heiligen Geist. Er braucht ein Team, um mir zu dienen. Und so haben wir dort die Tür oder die Verletzung wie
heilen oder der Heilige Geist stützt ihn. Und etwas völlig Neues ist auch in mein Leben hineingekommen oder auch schlussendlich in unsere Ehe und in unsere Familie hinein. Eine kraftvolle, aber etwas von dieser transformativen Kraft habe ich an meinem eigenen Körper und an meiner eigenen Seele erleben. Und so habe ich ganz ein unverfangenes, sehr ein unbeschwertes Verhältnis zu dem Heiligen Geist. Ich weiss, er meint es gut mit mir, er ist mein bester Freund. Wenn ich irgendeine Frage habe, oder, kann ich mich an ihn wenden. Er ist wie mein unsichtbarer Mentor. Er ist immer da, in mir drin. Wir haben jetzt gerade Pfingsten gefeiert, um mich herum. Und ich kann sogar ihn anrufen um Hilfe. In irgendeiner Situation. So verstand ich das Wachküstenleben. Ja. Oder du redest schon von einem aufbruchorientierten Christsein, auch an einem anderen Ort, später im Buch. Oder auch in Bezug auf die Kirche kommt das natürlich auch. Also wie kann die Kirche wieder wachgeküsst werden? Aufbruch auch in diesem Bereich. Als ganze eben, Organisationen oder der eigene Gemeindeverband nimmst du ein bisschen unter die Lupe in diesem Bereich. Und sagst, ja, eben, da ist auch etwas Neues, was sollte kommen. Ja. Also die Frage kann gestellt werden, ja, schlafen wir denn? Wieso müssen wir überhaupt wachgeküsst werden? Ich denke, als Missiologe muss ich sagen, wenn man Kontinent anschaut, ist der Anteil an, sage ich jetzt mal, Jesus Christen, lebendige Jesus Nachfolger, ist der prozentuale Anteil von denen in Europa am tiefsten. Und das eigentlich schon seit längerer Zeit. Also die Brutstube vom Christsein, also England, Europa, wir haben Mission angefangen mit der Kolonialisierung und schlussendlich ist das Mutterland Europa an fünfter Stelle. Also wir dürfen schon noch ein bisschen wachküster werden. Und wenn das passieren würde, wenn das passiert, und ich denke, Gott will das machen, dann werden neue Kirchen entstehen, werden bestehende Kirchen voll werden, aber nicht nur voll Leute, sondern eben auch voll von diesem Geist, voll von dieser Herrlichkeit von Gott. Und ja, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich arbeite in einem Verband, wie gesagt hast, wo 150 und mehrjährig ist. Aber auch in einem 30-jährigen oder in einer 50-jährigen Organisation, die Erneuerung braucht es ja immer. Und wenn ihm Sachen tot tüchen oder kränkeln, dann ist eben die Auferstehungshoffnung da. Und ja, vielleicht muss mal Dienstzweig halt auch geschlossen werden. Das ist vielleicht ein mutiger Entscheid. Aber daneben wächst etwas Neues. Weil Gott ist ein auferstandener Gott. Gott ist ein Gott von den Lebendigen und nicht von den Toten. Egal wie die Kirche heisst. Reformierte, also orthodoxe oder katholische, ist auch dort die Brücke wirklich zu jeder Kirche, weil zusammen sind wir stark. Und am Schluss wird niemand fragen, der Widersacher fragt uns nicht, in welche Kirche gehst, sondern gehörst du zu Jesus oder nicht? Ja. Gehörst du zu dem Auferstandenen oder nicht? Also das ist dann schlussendlich die Frage. Genau. Aber das Verrückte ist ja schon, wenn man so, jetzt so liest, wie du eben über Sachen redest. Also das ist nicht der Fokus in deinem Buch. Weißt? Es kommt ja dann mehr so das Aufbruch und wo ist er zu finden? Wo ist eben wirklich das vom Erweckten wieder zu finden in der Community? Das ist klar im Vordergrund. Und gleich kommt eben schnell mal, wenn jetzt die Gemeinden das wahrscheinlich anschauen, ja, das Bedrohliche, Erneuerung ist häufig angeschaut als Bedrohung, oder? Okay. Ja. Man will erhalten vielleicht. Das ist ja, es gibt verschiedene Gesichtsweisen. Manchmal ist so, kommt es so ein bisschen arroganter her. Im Sinne von, wir haben es jetzt erlegt. Unsere Bewegung ist dynamisch, ist sucherorientiert. Und das kann eine Bedrohung sein, wie du gesagt hast. Aber es kommt manchmal auch ein bisschen unbewusst, vielleicht ein bisschen von oben ab daher. Ich denke, Gott sieht eben den Einzelnen. Oder es gibt ja das Gleichnis von den 99 Schafen, wo der eine Hirte schon hatte, und er geht das eine noch suchen. Ja. So ist Gott. Ja. Er sieht den einzelnen Menschen. Weißt, halten wir an, ich sage das auch mir selber, halten wir an für die Bedürftigen, die wir einfach in der Stadt sehen oder in unserem Quartier. Nicht die Prominenten, nicht der Gemeinde,
Präsident, nicht die High Society, sondern sehen wir den Einzelnen bedürftig. Ja. Und dort, wo wir halten, wie Jesus, er ist unser Vorbild. Im Begegnen mit ihm, fragen zum Beispiel, dürfen wir für dich beten, aber wenn er Hunger hat, zu essen geben, wenn er Durst hat, ihm zu trinken geben, oder wenn er keine Kleider hat, Kleider, ganz praktisch, ja. Kleider anbieten. Ich denke, dann wird ihm, weil das übereinstimmt mit dem Himmel, dann wird der Himmel freigesetzt und wir werden Erweckungen im Kleinen oder im Grossen erleben. Ja, wenn man hier das Buch liest und deine Reise ein bisschen sieht, da ist ja sehr viel Verheißung auf deinem Leben drauf. Also du schreibst über das, dass du da auch Bilder bekommen hast, für dass das auch ja, Gott mit deinem Leben einiges will tun, oder? Hat da dir ein Wort gegeben. Richtig. Ja. Wie ist das mit? Ist man da manchmal ungeduldig? Oder weißt du, wenn man jetzt so wie du auch so ein bisschen der Pioniertyp ist? Und, ja. Schon. Also genau das beschreibe ich auch, wie ich dann mit dem ungeduldig war, umgegangen. Und ich denke, Gott will mich schon brauchen für die Schweiz. Ich sage das mir immer wieder. Also, über dem Gemeindeverband raus. Wir haben einfach ein geniales Land. Also ich liebe einfach die Schweiz mit diesen vier Landessprachen, mit diesen unterschiedlichen Regionen. Ich bin auch von Natur, von daheim aus Beileg aufgewachsen. Also das Bio habe ich eigentlich immer wieder gutes Recht gefunden. Mhm. Also das liegt mir sehr auf dem Herzen. Und doch werde ich einfach einen Tag um den anderen gehen. Ich denke, es ist wie eine Rally oder wie so eine Parkour, oder? Du gehst einfach von einem Posten zum anderen. Und jetzt, ich habe es vorhin schon erzählt, oder du hast in der Einleitung gesagt, dass die Zeit jetzt in Biel als Wohnort vorbei ist. Und jetzt wohne ich auf einmal zwischen Bern und Biel. Und dann ist ja Burgdorf auch noch gegangen. Also, ich erlebe es wirklich wie eine Gebietserweiterung. Die Zeit ist nicht einfach fertig im alten Ort, sondern es ist der Anfang von etwas Neuem. Und wenn das für dein Leben verinnerlich, weißt du, auch in Kindererziehung oder dort, wo du wohnst, dort, wo die Leser wohnen, merkst du, Gott führt mich weiter. Und bei ihm gibt es keine Fehlentscheide in diesem Sinn. Und es dient alles, um einen Schritt weiter zu gehen, ja, genau, auf dem Weg, wo er für dich gedacht hat. Ja. Ja, viel danke vielmals, dass wir hier ein bisschen dürfen, dein Herz spüren und ein bisschen, ja, denken, etwas noch mehr ahnen von diesem Wachgeküsst, was du da drunter verstehst und was du da auch noch weiter wirst reinbringen in diesem neuen Umfeld, aber auch einfach für die ganze Schweiz hoffentlich, wo das Kreise zieht. Du hast ja eben auch eine Webseite, das ist ja sehr selbstbewusst, oder? vielwasen.com. Webseiten, wo du auch Kurs anbietest. Ich bin selber ein bisschen reinschauen. Mega cooler Kurs, wo man wirklich kann, ja, jüngerschaftlich so ein bisschen erste Schritte machen kann und einfach reinschauen. Das ist sehr cool, ja. Also jetzt gerade im letzten Kurs, im Februar, ich hatte noch nie so einen Kurs gehabt. Da hat es also zwei bestandene Christen dabei gehabt, die ihre Kollegen mitgenommen haben. Wir hatten jemanden aus der Strafvollzugsanstalt Johannes, also von Erlach. Dann eine junge Absolventin, die den kirchlichen KW hat, ja. Absolviert hatte. Ja. Jemand von einer Patchwork-Familie und eine psychisch kranke Frau. Also in diesen sechs Wochen sind wir einfach wirklich wie ein Team zusammengewachsen und wir einfach voneinander lernen können. Und Startup mit Jesus heisst ja der Kurs. Können ihn gratis downloaden. Das Kursheft auch. Es ist wirklich gedacht zum Brauchen. Und Leute werden von Anfang an nicht nur theoretisch unterrichtet, was heisst Glauben, sondern gerade am ersten Abend machen wir eigentlich schon das Gebet. Jesus, ich will jetzt mindestens für diesen Kurs einfach mit dir gehen. Und die Leute wollen meistens nein, gar nicht mehr hören nach sechs Wochen. Ein Schnupperkurs. Ja, genau.
Ja, wir werden sicher verlinken auf den Kurs auch und also auf deine Webseite und die Ressourcen, die man dort hier eben beziehen kann. Finde ich super. Und auch tun wir das gerne natürlich unterstützen als LiveNet. Und ja, danke dir vielmals, noch einmal, dass du bist hier warst. Hat mich sehr gefreut. Noch einmal der Hinweis auf das Buch «Wachgeküsst». Das Buch, also, das bei Mosaic Stones Verlag erschienen ist, das kann man selbstverständlich bestellen. Und auch hier verweise ich gerne auf LiveNet selber, LiveNet Shop. Der hat das nämlich auch drin im Sortiment. Da könnt ihr das Buch oder hier drüber bestellen. Danke vielmals für euer Interesse an diesem heutigen LiveNet Talk. Und der nächste bereits wieder übermorgen, am Donnerstag, wieder auf diesen Kanal. Auf YouTube findet ihr uns, oder auf Spotify, oder auf Facebook, wo ihr überall so ein bisschen unterwegs seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.